Lass mal einen kleinen Ausflug in ein anderes TikTok machen. Das faltbare Handy von Oppo, also das Find N, kann man ja leider nur in China kaufen. Nicht mal der mitgelieferte Stecker passt in unsere Steckdose. Das heißt jetzt aber auch, dass die komplette Software hier auf dem Handy für den chinesischen Markt gedacht ist, nicht für uns. Ups. Den Google Play Store gibt's natürlich nicht, aber dafür den App Market. In der Suche hier oben kurz mal TikTok eingegeben und schon landen wir hier bei Douyin. So heißt die chinesische Version der App. Wenn wir die App jetzt öffnen, kommt das Layout hier dann doch sehr bekannt vor. Rechts das Empfehlen dürfte sowas wie unsere For You Page sein. In der Mitte wahrscheinlich unsere Folge-Ich-Seite. Ganz links gibt's dann noch Videos nur von Creatoren, die aus der Nähe kommen. Das Layout hier unten ist eigentlich unverändert. Dafür ist hier rechts noch ein Stern, den wir nicht haben. Die Suche sieht ein bisschen anders aus und auch die Profile haben ein anderes Design. Ah, und auch die Videos sind, sagen wir, ein klein bisschen anders.